Zecken.info präsentiert. Achtung, Zecke, so kann man sich schützen. Hallo zusammen, Wetter ist super. Ich habe jetzt keine Ausreden mehr. Ich habe mich schon mal startklar gemacht. Ich gehe nämlich jetzt joggen. Und dafür habe ich mir natürlich ein besonders schönes Plätzchen ausgesucht. Kommen Sie doch mal mit. Ich bin jetzt angekommen an meiner Lieblings-Jogging-Strecke und bevor ich gleich Gas gebe, dachte ich, ha, noch mal ganz kurz verschnaufen. Und hier ist nicht nur idyllisch, hier lebt auch die Zecke. Vorsicht, Zeckenstiche sind gefährlich und da sollte man sich am besten richtig anziehen. Das heißt, richtige Kleidung, lange Kleidung, habe ich gemacht. Ne? Alles schön hier abgedeckt und so weiter. Und die Kleidung sollte hell sein. Also wenn irgendwo was krabbelt, kann ich schnell reagieren und abstreifen. Zusätzlich kann man auch noch Insektensprays benutzen, über die man sich allerdings gut informieren sollte, denn viele sind nicht wirklich zuverlässig oder ihre Wirkung hält nur für wenige Stunden an. Aber nicht nur ich bin ein typisches Zeckenopfer. Kinder sollten auch beim Spielen im Wald lange Kleidung tragen, möglichst dicht geschlossen, damit beim Toben auch nichts passieren kann. Wenn Sie gerne im Wald wandern, dann ist das nicht so optimal, da mit kurzen Ärmeln und kurzer Hose rumzulaufen, weil, wie gesagt, die Zecken lauern überall. Lange Wandersocken wären da eigentlich besser und helfen nämlich zusätzlich, die Zecken abzuwehren. Wer jetzt sagt, es ist mir aber zu heiß und ich schwitze so, ich will also unbedingt mit kurzer Hose unterwegs sein, der sollte sich vor allem an den Füßen und Beinen ganz besonders sorgfältig mit Insektenschutzmittel einsprühen. Wenn Sie gerne im Gras sitzen, dann lassen Sie vielleicht doch lieber die Strümpfe an und nicht unbedingt barfuß auf der Picknickdecke liegen und das Hemd am besten in die Hose stecken. Zusätzlich sollte sich jeder, der oft in Wald und Wiesen unterwegs ist, impfen lassen. Eine Impfung ist der einzige wirksame Schutz vor der Zeckenhirnhautentzündung FSME, die bei einem Stich übertragen werden kann. Weitere Infos finden Sie übrigens im Internet unter www.zecken.info und ich mache jetzt mal ein kleines Päuschen, geselle mich hier zum Picknick. Tschüss, bis dann.